Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario 64 und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. So, wir laufen mal nach hier oben und laufen ins nächste Level Vanilla Dome 1 und los geht's. Ach, das ist das Level. Ah, okay. Es wird vielleicht ein bisschen schwer. Aber natürlich nur vielleicht. Ah, Mist. Na egal. So, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch wieder 2-3 Tage nicht mehr gespielt. Also erstmal wieder reinkommen, wie man es halt von mir kennt, ne? So. Aber ich würde sagen, bis jetzt läuft es doch eigentlich ganz gut. Kann man sich nicht beschweren, also ich kann mich zumindest nicht beschweren. So. Warten, 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 warten. Und weiter. Juhu. Ha. Das nenne ich gekonnt. So, damit haben wir auch dieses Level abgeschlossen und es geht auch direkt weiter mit dem nächsten Level und das ist Vanilla Dome 2. Und das war auch ein Secret Exit Level, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, habe ich, okay. Und das war ein ganz nettes Secret Exit, also ja, war ganz einfach. Juhu. Natürlich, wie man sieht, bin ich wieder der Profi in Super Mario. Aber, naja, man will sich ja nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen und damit angeben, was man für ein Profi ist, weil meistens ist man denn schlechter. Zumindest ist es bei mir manchmal so, dass ich denn schlechter spiele, als ich es vorher tat. Juhu. So. Ist mir doch egal, ob der Pilz weg ist. Ich springe über alle Köpfe drüber und hier drüber und hier drüber. Und den nehme ich mit. Dann habe ich wieder einen Pilz. Oh, scheiße. Das war jetzt nicht so originär. Das war alles geplant, um dass ich den hier kriege. Weil der viel cooler ist als der andere. Natürlich. Nein, Mist. Okay, das wird jetzt schwer, Freunde. Das wird jetzt schwer. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich glaube, so müsste es gehen. Yes. Yes, we can. Nein, 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 nein. Ach, nochmal, Mann. Okay, ich bin ab der Hälfte. Soll mich nicht stören. Schaffen wir. Juhu, juhu.
haben mich ja alles noch gar nicht gesehen und getan und gemacht und juhu. Okay. Secret Exit abgeschlossen. So, da kriegen wir den Twitch-Palast. So, wir könnten jetzt natürlich den Standard regulären Wege nehmen und das so machen. Ja? Und so. Dann hat man nämlich ein Leben. Boom. Speech Palace, the power of the speech. You have passed it, we're in turn in. You have progress, bla, also be safe und so weiter. Ach ja. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. So, dann können wir jetzt den Weg erstmal machen, weil das ist der zweite Weg. Und den Hauptweg erstmal Hauptweg sein lassen. So, her mit denen. So, jetzt machen wir nämlich hier bei dem Weg das Secret Exit. Das übrigens auch sehr, sehr schön ist, ist ja klar. Nämlich hier oben hin. Hätte man auch mit Yoshi und so machen können, aber ich wollte euch den regulären Weg zeigen. Das wird hier ganz oft vorkommen, dass ich euch den regulären Weg zeigen kann und mir die einfache Show sozusagen entgehen lasse. Weil hier sind wirklich sehr, sehr viele ja, einfachere Methoden, wie man was schaffen kann, als wenn man den regulären Weg nimmt. Um sich das Ganze zu vereinfachen. Aber das kennt man ja aus Mario. Das kennt man ja aus Mario. Für die, die Mario kennen. Die, die Mario nicht kennen, ja, die lernen das Ganze jetzt alles so ein bisschen teilweise kennen, weil, naja, ich kenne jetzt auch nicht alles und kann jetzt nicht zu allen sagen, so ist das richtig, so wird das gemacht oder so. Um Gottes Willen, das wäre ja eine Metapher der Unmöglichkeit, könnte man sagen. Ja. Und deswegen bin ich davon felsenfest überzeugt, dass ich euch die Wege zeige, die ich kann oder kenne. Und die Exits, die ich kenne. Und ich glaube, ich kenne alle. 103 oder so müssten es am Stück sein. So, Star World. Einfach damit man sie mal kurz sieht. Das ist die Star World. Hier wäre das erste, nee, das zweite Star World Level. Das erste haben wir auch schon gesehen. Können wir denn auf jeden Fall demnächst machen. So, und jetzt machen wir hier weiter. Man muss übrigens dazu sagen, beide Wege, die wir jetzt gehen, führen zu ein und denselben Ausgang, auf Deutsch gesagt. Alles geplant. So. Juhu! Geschafft. So, hier oben geht's weiter. Vanilla Secret 1, 2. 1 haben wir ja eben gerade gemacht.
Und da kriegen wir ein Yoshi und ich habe es natürlich, weil ich mal wieder zu blöd bin, direkt am Anfang versemmelt. Aber denkt euch nichts dabei, das ist normal. Also bei mir. Ich bin, was dieses Spiel angeht, gerade ein bisschen blöd. Ich sollte mich ein bisschen konzentrieren. Und deswegen geben wir jetzt Vollgas, Freunde. Deswegen geben wir jetzt Vollgas. So. Juhui! Ich hätte von Yoshi abspringen können, ich Vollidiot. Okay, nochmal. Ich werde es auf jeden Fall nicht runtertacken auf 0 Leben, wenn ich so ein Leben habe, dann werde ich auf jeden Fall Leben farmen gehen. So viel steht fest. Weil ich will euch ja was zeigen können und nicht die ganzen Wege nochmal machen müssen. Okay, Freunde. Abkürzung. Abkürzung. So. Gut. Erstmal holen wir uns einen Yoshi. Dann holen wir uns Pilze. Und dann gehen wir raus. Das Leben. Ich werde mir auch keine Feder holen, weil ich Leben hole. Wenn ich jetzt keine Leben holen würde, dann würde ich mir eine Feder holen. So, 7 Leben, das reicht. Jetzt habe ich nämlich ein Yoshi plus 2 Pilze. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt gleich wieder ein Leben kriegen werde. Weil wir ja jetzt ein Yoshi haben. Und hier kriegt man ja ein Yoshi. Und wenn man kein Yoshi kriegt, kriegt man halt ein Leben.